Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ich bin immer noch wahnsinnig erleichtert. So, aber nicht nachlassen. Wir können uns hier keine Pause erlauben. Ich muss mal ganz kurz gucken, was hatte ich jetzt in der letzten Folge nochmal in Auftrag gegeben. Der sollte... Ah ja, der hatte noch Silber, da hatte ich gesagt, irgendwie ein Silberdegen, Moment, immer noch Silber. So, auf jeden Fall noch ein Silberdegen produzieren. Ich weiß es gar nicht, ist er dabei oder so, keine Ahnung. 5 Bronzeschwerter, ja, kann er machen. Die soll er auch noch eben fertig machen, dann kriegt er aber andere Aufträge. Der ist mit den Eisenschwertern beschäftigt, das ist auch in Ordnung so. Und das bleibt so, der hat noch 2. Dann mach doch bitte noch die 2 Silberdegen auch noch fertig. Das ist, ja. Banditen machen sich da schon wieder unbeliebt. Aha, okay, die greifen jetzt von der Seite wieder mal an. Das ist nicht toll. Das hat auch schon wieder Leute gekostet. War nicht wenige. Aber die halten die Banditen ja so halbwegs in Schach. Nur noch 15? Die sterben hier wie die Fliegen. Ja, die sind jetzt nicht unbedingt... warte mal. Was habe ich da rum? Existieren einfache Soldaten? Dann würde ich sagen, ich bleibe mal hier bei 15. So, machen wir das auch einfach mal so, damit ich noch ein paar Soldaten habe und nicht nur hier meine Draufgänger. So, von denen habe ich da noch 10, das ist cool. Besser als nix. Ah, sehr schön. Wir sind hier schon weiter als gedacht. Die sind voll besetzt. Da. Ah, okay. Habe ich überhaupt genügend? Habe ich Holzsperre? Okay, dann würde ich mal direkt sagen, 10 Leute davon. Da mal eben hin rekrutieren. Wie sieht es hier aus? Die sind komplett. Und hier habe ich was gemacht. Ach, 10 Wachen. Ja. Okay. Und das mit den Rumpatrouillieren lasse ich dann aber hier erstmal. Das sollen die Soldaten machen. Ja, wir sind auch da. Dann brauche ich mehr. Dann brauche ich hier 20. Da ist noch mehr. Warten wir erstmal ab. Ich mache erstmal hier den einen. Oder. Rüstungsschmieden suche ich nicht. Rüstungsschmiede ist okay. Moment, Augenblick, ganz kurz überlegen. Wo habe ich denn Holzwerkstatt? Ah, so. Der macht dann erstmal seine nächsten Holzsperre. Vielleicht besser sogar 20. Und dann gehe ich nochmal auf weitere 10, dann ist das, glaube ich, besser. Ich bin immer im verkehrten Dingse. Diebe. So. Okay, die sind aber da. Ja. Da kommen schon wieder Banditen an. Moment. Kümmert euch doch mal drum.
Meine Leute sterben da gerade wie die Fliegen, das muss nicht unbedingt sein. Ja, toll. Okay. Dann machen wir das mal wie folgt. Ihr kehrt dahin zurück, aber nein, ihr bekommt hier eine Patrouille aufs Auge gedrückt. So, 4 Leute verloren. Aber damit kann ich besser leben als das ist natürlich nicht schön, ne? Gar keine Frage, aber damit kann ich besser leben als wenn mir da ständig die Werwölfe im Nacken sitzen und da Dinge tun. So, wo sind die da? Hier, dann machen wir das mal so. Wer ist er denn? So, Träger, der irgendwie verscheucht wurde aus irgendwelchen Gründen. Wie sieht's hier aus? Hab ich da noch irgendwas rum existieren? Ich habe hier 8 Silberdegen, aber keine Rüstungen mehr. Wo sind denn die Rüstungen? Liebe Schneiderei, was ist mit den Rüstungen? Gib da mal kund, was da los ist. Mach doch mal so wenigstens 8 Stück. Oder komm, weißt du was? Machen die 10 da direkt voll. So der Geiz. So, wie sieht es jetzt hier mit unseren Waffenschmieden aus? Der ist mit den Silberbarren ist da nichts mehr. Der hat aber auch kein Eisen, was nicht gut ist. Dafür hat er Kupfer. Und dann mach doch bitte mal so 10 Kupferschwerter. Besser als nix. So, wie sieht es hier mit dem Eisen aus? Der hat immer noch ein Silberbarren. Der hat ein bisschen Eisen. Und dafür soll er auch entsprechende Eisenschwerter herstellen. Also daraus, das macht man wohl auch. Ich habe 16 Eisenschwerter, 14 Eisenschilder. Das heißt, ich mache hier erstmal nochmal den. Weitere 10 Soldaten. Ich könnte hingehen. Moment, Bevölkerung. Nahrung, nein. Erkundung, Explosion. Ja, Bevölkerung, was ist los? Ich könnte hingehen, gucken, kriege ich ein großes Wohnhaus hin. Okay. Na gut, dann setzen wir das einfach mal hier so hin. Kriege ich da auch irgendwie einen Weg hin? Das ist schon mal nicht verkehrt. Wie sieht es hiermit aus? Kriege ich den da an die Kreuzung gepackt? Oder vielleicht besser hier. So. Moment. So. Halt. Okay. Wir brauchen natürlich auch noch Leute. Was ist hier los? Warum macht der nichts? Keine Aufträge. Dann, was hast du? Du hast nur Kupfer, ne? Dann mach mal hier so ein bisschen was, damit wir dann noch ein paar Schwerter in dieser Richtung haben. So. Die sichern dieses Gebiet so weit wie möglich. Hier wird die Grenze weiter verschoben. Wie sieht es hier mit der Geschichte aus? Kupfertagebau. Achso. Wieso Kupfer? Habe ich mich da verklickt? Oh mein Gott. Ihr sagt auch nichts, ne? Fürchterlich mit euch. Ihr lasst mich hier ins Messer laufen, ins offene. Da habt ihr überhaupt kein Problem mit. So. Es sollte natürlich ein Kohletagebau werden. So. Schön. Nett, dass wir drüber gesprochen haben. ja. Da ist Kohle, da ist Kohle. Alles klar, da ist Eisenerz. Das haben die ja schon selber rausgefunden. Da ist auch nochmal Kohle. Oh mein Gott. Im Eifer des Gefechts. Meine Güte, nee. Ja, dann haben wir so ein paar Leutchen rumsitzen. Das ist auch nicht verkehrt. Puh. Ja,
Ja, mit der Herstellung von Werkzeug und so weiter, weil ich hier gerade hier sehe, ne, da müssen wir ein bisschen warten. Ich habe erstmal andere Prioritäten. Rucksäcke kann ich gerne mal einen herstellen oder vielleicht auch fünf. Warte mal, habe ich in meine Schneiderei. Du machst dann nachher mal irgendwie so fünf Rucksäcke einfach auf Verdacht. Haben wir. Ja. Ansonsten. Dann hat wieder das Häuschen gebaut. Okay. Wie sieht es hier im Camp aus? Drei Veteranensoldaten. Wir sind hier auf Null. Achso. Entschuldigung. Falsche Wacht. Wir sind hier auf 10. Das ist cool. Wir haben hier auch 10. Das ist auch cool. Sehr schön. Was ist das? Stein. Besser als nichts. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Da hinten ist irgend so eine ewige Flamme. Wir hatten hier Stein, Eisenerz, Silbererz. Okay, ich muss nach Möglichkeit dahin. Da sind Diebe. Ja, der Weg bis dahin, der ist noch weit. Und da kommen schon wieder Diebe an. Folgendes. Meine, die wären in der Lage, Diebe zu erkennen, oder vertue ich mich da? Ich lasse die da mal angreifen. Weiß nicht, wie schnell die sind. Sind relativ fix, aber. Ich sollte die vielleicht nicht mal unterbrechen, auch wenn die Diebe langsam rankommen. Weiß nicht, ob die in der Lage sind, Diebe zu enttarnen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das sieht nicht so aus. Ah, verdammt. Die können das nicht. Schade. Das können, glaube ich, nur diese ganz einfachen, ne? Die Waldläufer, ja. Warum die dann nicht dazu in der Lage sind, das ist halt so. Kampf gegen Werwölfe. Dann brauche ich Waldläufer, sobald wie möglich. Habe ich noch genügend Fackeln? Wahrscheinlich nein. Also ein paar Fackeln habe ich, aber ich brauche Nachschub. Die brauchen Leichtberüstung und Fackeln. Das heißt, ich muss noch mehr Leichtberüstungen bauen. Wo ist die verdammte Rollstuhlwerkstatt? Die Münzprägerei könnte ich wieder in Gang setzen. Machen wir einfach mal. Und ihr sagt mir jetzt sofort, wo ich die Holzwerkstatt finde. Rüstungsschmiede, Werkzeugschmiede. Da musst du auch irgendwie so ein... Da. Holzwerkstatt. Mach's mal so 20 Fackeln auf Verdacht. Ja, Moment. Wenn von da Diebe kommen, dann ist ganz klar, was ich als nächstes machen werde. Da kommt hier nämlich noch ein Wachturm hin. Vielleicht besser auf die Seite. So von wegen den Wegen und so. Ihr kennt das Problem. Das klappt nicht. Wenigstens 10 Stück. Zunächst einmal. Um die Diebe da so einigermaßen unter Kontrolle zu halten. 20 wären mir lieber von den Waldläufern, aber
Vielleicht sollte ich das machen, wenn das irgendwie geht. Ah, ich mich auch ein bisschen. Alles klar. Nach Schemen habe ich hier auch noch rum existieren. Moment mal. Kommen die gegen Schemen an? Hatten die nicht gegen die Schemen gekämpft irgendwie? Wo kommen die denn jetzt her? Wo haben die denn ihr Domizil? Also die kamen glaube ich hier so aus der Ecke. Aber ich sehe nicht, wo die... Jetzt hauen sie wieder ab. Ja, toll. Toll. Moment. Wohin verziehen die sich? Die kommen alle hier irgendwie aus dieser Ecke. So genau wie die Diebe. Die müssen hier so ihren Bereich haben. Tja, lässt sich ja herausfinden, glaube ich. Moment mal eben. Wo ist er? Unter Umständen muss ich die vielleicht mal versetzen, ja, den Entdeckerposten. Kommen die da noch hin? Oder ist das zu weit oder so? Keine Ahnung. Das geht. Ja, dann bitteschön, hier muss ein bisschen umgucken. Und die bringen da leider nichts. Die schicke ich wieder zurück. Danke für euren Einsatz, aber er hat nicht das gebracht, was ich eigentlich erreichen wollte. So, ja, es ist die Frage. Wir haben Schemen hier, wir haben die Diebe hier rumrennen. Und ich hatte festgestellt, ich kann da noch einen Wachposten hinsetzen. Das würde normalerweise gehen. Dann machen wir das doch einfach mal. Gleiche Geschichte. Na, kommt erstmal so weit alles weg. Aber die Waldläufe brauche ich. Damit ich hier 20 Waldläufer habe, die dann hier sich so ein bisschen mit den Dieben beschäftigen können, wenn die versuchen, hier durchzubrechen. Oder was heißt durchzubrechen? Also versuchen hier in unser nettes kleines Dörfchen einzudringen, um da Ärger zu machen. So, Moment. Überleg. Schemen. Was war da nochmal mit den Schemen? Diebe können die bekämpfen. Die sind gut gegen Werwölfe. Mit magischen Fackeln kann ich nicht dienen. Waren nicht die Kollegen hier irgendwie gegen Schemen und so? Eigenschaft, Kampfstärke, bla bla bla. Erschreckt durch Schemen, ja, dann ist das schlecht. Aber die hier erschrecken nicht. Das heißt, ich muss mit den Waldläufern auch die Schemen bekämpfen. Oder halt, Moment mal, furchtlose Abenteuer, ausgezeichnete Kampf gegen Werwölfe. Heißt aber nicht, dass sie nicht auch gegen Schemen eingesetzt werden können. Okay, gut. Ich brauche hier erstmal, ich mache mal nochmal so 10. Das heißt, ich brauche noch Fackeln, ich brauche leichte Rüstungen. Dann leichte Rüstungen. Holzwerkstatt. Aber ich glaube, die Holzwerkstatt ist... Ja, mit allen möglichen beschäftigt. Okay. Leichte Rüstungen, die Schneiderei ist schon wieder fertig.
20 leichte Rüstungen, bitteschön. Was ist hier los? Wieso produzieren die nichts? So, also, ich habe hier Kupfer, ich habe hier kein Silber mehr, ich habe hier Eisen. Dann bitteschön Eisenschwerter produzieren. Erstmal so 10 Stück in Auftrag gegeben. Wie sieht das hier aus? Auch hier ist... Auch hier würde ich sagen, Eisenschwerter auch mal so 10. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Nein, Moment. Ah, falscher Fehler. Keine Eisenschwerter. Nur viel zurück. Moment, Moment. Ich brauche diese hier. Und zwar zügig. Genau. Das wäre fast ins Auge gegangen. Wie sieht es denn da aus? Da könnte ich... Nee, da reicht es hinten und vorne nicht für. Ich brauche dringendst Nachschub. Dringendst Nachschub. Wie sieht es hier aus? Da ist Eisen... Erz und Kohle vorhanden. Die sind beide am Ende. Sehe ich gerade. Und zwar komplett. Da sind auch die Vorräte schon weg. Ja, es ist, ist wie es ist. Ist das halt so. Gut. Eigentlich eine Katastrophe, aber gut. Ich brauche dringend Kohle. Wie sieht das hier aus? Habe ich da Leute? Ja, habe ich. Achso, den hätte ich noch gar nicht gesagt, was die machen sollen. Vielleicht, Moment mal, hier war irgendwas mit Eisen oder so. Ich lasse die mal hier so in diese Richtung sich weiter ausbreiten. Da läuft ein Entdecker durch die Gegend. Das ist schon mal cool. Jo. Dann schauen wir mal, wie es hier mit unserer Siedlung weitergehen wird. Ab der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Dabeisein. Ich bedanke mich für dein Dabeisein, für eure aller Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Macht's gut. Genießt die Zeit.